Herzlich willkommen zu einem neuen Shop-Video. Wenn dir das hier gefallen, würde ich mich riesig über ein Abo freuen. Lass gerne auch eine kleine Bewertung auf dem Video da und Feedback in den Kommentaren. Würde mich auf jeden Fall extrem freuen und ich versuche natürlich auch alles an Feedback umzusetzen. Zumindest soweit, wie es natürlich für mich möglich ist. Heute Nachmittag wird auch ein neues Video kommen und zwar zur Teams Hype Night, die wir ja Samstag gespielt haben. Und dieses Turnier hier war auf jeden Fall ganz nice. Wenn ihr das sehen wollt, dann checkt doch gerne den Kanal um 15 Uhr aus. Da sollte es nämlich auch hoffentlich online kommen. Allerdings muss ich wahrscheinlich normal uploaden, weil der Ton zurzeit noch nicht funktioniert. Ich hoffe, ich bekomme es gefixt. Aber mal schauen. Ich würde sagen, wir schauen uns jetzt mal den Itemshop an und schauen, was dort heute alles drin ist. Wir haben den Herbstkönigin-Skin tatsächlich drin, passen jetzt auch kurz vor der Winterzeit, also eher zum Ende des Herbstes. Jetzt sind aber eben halt auch wirklich alle Blätter eigentlich von den Bäumen ab, also passt schon zeitlich relativ gut rein. Sieht auf jeden Fall nice aus, der Skin, gefällt mir hinten auch aus Ahornblättern, schöne roten Ahornblättern, ein Umhang, dann Pilzprügel, die sich so bewegen mit dem Mund. Sieht witzig aus, gefällt mir auf jeden Fall und als Sound, also Sound ist auch ganz gut. Dann haben wir als nächstes hier den Tomatenkopf-Skin mit eigenen Challenges, mit dem man die zweite Variante freischalten kann. Und zwar diesen Tomatenkönig, die Tomatenkönig-Variante, die man auch dort im Hintergrund sieht. Dann die Axteron-Spitzhacke. Der Nachtroller, dann der extra Käse Gleiter und als nächstes haben wir eben halt auch passend zu diesem ganzen Skins, also hier Pizza Pit, haben wir auch noch den Der Burger mit dem Beef Boss Skin und der hat keine weiteren Varianten, das heißt, den gibt es nur so, beziehungsweise mit dem Skin, den man hier kauft, kann man den nur so bekommen. Er hat keine weiteren Challenges, die man freischalten kann. Dann haben wir noch die fliegende Untertasse als Gleiter. Und als nächstes haben wir die Astro-Assassinen wieder. War ja mal früher ein relativ beliebter Skin. Da hatte er hier noch irgendwie so Hasenohren dran im Prinzip. Wollten ihn eigentlich alle kaufen, aber in der Variante hat ihn, glaube ich, am Ende dann keiner gekauft, weil der dann nicht mehr wirklich cool aussah. Dann haben wir den sauberen Groove. Als nächstes den Röpser, hier ist eine Besonderheit und zwar macht er meistens Liegestütz, aber er kann auch einfach röpsen. Ich weiß nicht, ob das nur geht, wenn man so rausgeht. Also eigentlich müsste er irgendwann röpsen, ist eben mal zufällig, aber gerade macht er tatsächlich bei mir nur Liegestütz, aber sonst würde der E-Motor nicht röpsen, heißt auf jeden Fall röpst dann einfach. Ja, passiert aber relativ selten nur. Dann haben wir die Schlürflackierung noch. Dann den Verge-Skin und als letztes noch Shaolin Sit-Up. Das war's dann mit dem heutigen Shop-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Video. Ciao.